Um 10 Uhr lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Freitag wieder zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad ein. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda startet am Freitag ab 14 Uhr wieder der Reiterkurs. In einem weiteren neuen Angebot ist das Thema am Freitag Umwelt- und Computertechnik. Es kann ab 15 Uhr auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Auch im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt ein. Es kann auch in der Holzwerkstatt gearbeitet werden. Eine Frontagsfeier mit Programm, kulinarischen Spezialitäten und Tanz gibt's am Freitag ab 15 Uhr noch einmal in der Krabbertmühle Schwarzkolm. Voranmeldungen sind unter info@krabbertmühle.de oder per Telefon unter lauter 95 11 33 erbeten. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Freitag wieder DJing. Kids können ihre eigene Musik auflegen und dazu tanzen. Start 15.30 Uhr. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können Interessierte am Freitag den Theaterkurs belegen. Er beginnt um 16 Uhr. Es gibt dazu auch wieder offene Angebote. Am Freitag um 19 Uhr wird im Museum der Westlausitz in Kamenz in der Reihe Künstler aus der Region eine Ausstellung mit Bildern von Gudrun Otto und Svetanka Kirillova Schnorbusch eröffnet. Sie ist bis zum 15. April zu sehen. Ebenfalls eine neue Ausstellung wird am Freitagabend in der KUFA in Hoyerswerda am Markt eröffnet. Die beiden Fotokünstler Jan Molitor und Michaela Kruscher sind durch die Welt gereist. Molitor fotografiert klassisch moderne Gebäude, Kruscher alltäglich profane Wartehäuschen. Zwei Serien sind entstanden zwischen Architekturdokumentation und Kunstkonzept. Sie sind ab 19.30 Uhr zu sehen. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Florian Ziesche an der Gitarre. Und finden Sie das Spiel Ihres Lebens beim Spielabend in Ihrer Stadtbibliothek Hoyerswerda. So lautet die Einladung für den Freitagabend. Los geht es in der Bonnefer Straße um 20 Uhr. Sie können Denkknobel, Geschicklichkeit, Strategie, Glücks, Risikoparty oder auch Solospiele ausprobieren. Und Sie können auch gewinnen. Der Eintritt ist frei.